Seit dem Ukraine-Krieg ist nicht nur in Deutschland klar, Gaslieferungen aus Russland sind keine feste Größe mehr. Mit einem Notfallplan wappnen sich die EU-Staaten nun gemeinsam für den Fall, dass es noch schlimmer kommt und Moskau die Lieferungen komplett stoppt. Grundsätzlich wurde vereinbart, dass alle Mitgliedsländer ihren Gasverbrauch binnen 9 Monaten um 15% senken. Doch viele haben für sich Ausnahmen durchgesetzt. Sind es 40%, 20% oder fließt überhaupt kein russisches Gas mehr durch Nord Stream 1? Im Moment können das Europas Staaten nur von Tag zu Tag zur Kenntnis nehmen. Putin steuert und sitzt am längeren Hebel. Das soll sich ändern. Durch einen EU-Gas-Notfallplan. Dieser Rat heute mit seinem Beschluss hat ein starkes, ein entschlossenes Signal dagegen gesetzt. Und ich denke, das wird auch in Moskau gehört werden. Europa lässt sich nicht spalten. Die Idee, alle Mitgliedsländer sollen bereits ab August ihren Gasverbrauch um 15% senken, auf freiwilliger Basis. Im Ernstfall, wenn Russland etwa den Gashahn ganz zudreht, soll das Einsparziel auch verbindlich angeordnet werden können, durch einen Mehrheitsbeschluss der Mitgliedsländer. Das war keine einfache Entscheidung. Aber ich denke, am Ende hat jeder am Tisch verstanden, dass dieses Opfer nötig ist. Und wir werden die Schmerzen zusammen aushalten. Doch nicht bei jedem Staat wird der Schmerz gleich groß sein. Beim Sparen sind eine Reihe von Ausnahmen vorgesehen. Zum Beispiel für Irland oder Zypern, die kaum oder gar nicht an das Gasnetz ihrer EU-Nachbarn angeschlossen sind. Und auch wie die Staaten Gas einsparen, dürfen sie erst einmal selbst entscheiden. Möglichst ausgenommen bleiben sollen Privathaushalte und zum Beispiel Krankenhäuser. Unsere Berechnungen zeigen, dass wir auch dann sicher durch einen durchschnittlichen Winter kommen werden, wenn alle diese Ausnahmen voll in Anspruch genommen werden. Viele EU-Energieminister gehen inzwischen davon aus, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann Russland seine Gaslieferungen ganz einstellt. Die EU will dafür gewappnet sein. Wie wenig sicher und verlässlich derzeit russisches Gas nach Deutschland kommt, wird sich morgen erneut zeigen. Dann nämlich will der Staatskonzern Gazprom seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 schon wieder drosseln. Nur eine Woche nach 10 Tagen Wartungsstopp. Auch an der Börse schaut man mit Sorge auf Russlands Ankündigung, die Gaslieferungen weiter zu drosseln und auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen. Wovon geht man an der Börse denn aus, Klaus-Rainer Jakisch in Frankfurt? Man geht davon aus, dass es zu einer deutlichen Abschwächung der Konjunktur kommt. Insgesamt sind die Energiepreise auch heute wieder deutlich gestiegen, insbesondere der Gaspreis, aber auch der Rohölpreis, weil viele Unternehmen das jetzt als Alternative nutzen wollen, um dieser Preissteigerung zu entkommen. Man muss davon ausgehen, dass, wenn die Gaslieferungen weiter eingeschränkt werden oder gar zum Erliegen kommen, Deutschland vor einer Rezession steht. Und diese Einschätzung hat heute auch der Internationale Währungsfonds noch einmal deutlich gemacht. Der IWF hat in seiner jüngsten Prognose herausgestellt, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland in diesem Jahr nur noch 1,2% betragen wird. Das ist etwa eine Halbierung zu der Prognose von April. In der Welt wird das Wirtschaftswachstum 3,2% betragen. Auch das eine Reduzierung. Auch dieser Wert nur etwa halb so hoch wie im vergangenen Jahr. Und der schlimmste Fall, dass das Gas ganz abgestellt wird, das heißt überhaupt kein Gas mehr aus Russland kommt, ist in diesen Prognosen noch gar nicht beinhaltet. Der deutsche Aktienmarkt dementsprechend in der Minuszone. Aktuell notiert das Börsenbarometer bei 13.114 Punkten, 95 weniger als gestern. Die Stimmung hat sich also wieder deutlich eingetrübt. Die Anleger machen sich Sorgen. Klaus-Rainer Jakisch, danke. Die Corona-Pandemie hat den EU-Staaten stark zugesetzt. Es gibt viele Kranke und Tote und bis heute spürbare wirtschaftliche Folgen. Deshalb will die EU ihren Mitgliedstaaten mit einer gewaltigen Finanzspritze von 750 Milliarden Euro auf die Beine helfen. Kritiker in Deutschland sagen, Berlin hätte diesem Plan nie zustimmen dürfen, denn dafür werde erstmals gemeinsame Schulden gemacht. Heute nun hat sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage beschäftigt. Regelmäßig treffen sich Kritiker der europäischen Finanzpolitik in Karlsruhe vor Gericht. Dieses Mal geht es um die EU-Corona-Hilfen. Ein Wiederaufbaufonds von bis zu 750 Milliarden Euro, finanziert durch Kredite. Die Europäische Union soll dafür erstmals eigene Schulden aufnehmen. Aus Sicht der Kläger darf sie das aber nicht. Die EU als Institution ist nach den bestehenden Verordnungen, Gesetzen und Abmachungen nicht befugt, eigene Mittel auf dem Finanzmarkt aufzunehmen. Hat die Europäische Union hier also mehr gemacht, als sie nach den grundlegenden EU-Verträgen darf? Hierbei wird es unter anderem darauf ankommen, ob sich aus den Verträgen ein Verschuldungsverbot für die Union ableiten lässt.
Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen das Gesetz, mit dem der Bundestag einer deutschen Beteiligung an dem Hilfspaket zugestimmt hat. Ob das mit dem Grundgesetz vereinbar war, muss jetzt geklärt werden. Es geht dabei auch um die Haftung. Führt der Wiederaufbaufonds dazu, dass Deutschland eventuell für andere Mitgliedstaaten finanziell einspringen muss? Diese Sorgen haben wir seit 70 Jahren. Sie haben sich alle als falsch erwiesen. Und Europa hat gezeigt, wie solidarisch es handeln kann. Ein Vertreter der Bundesregierung betonte vor Gericht, wie wichtig das entschlossene gemeinsame Handeln damals gewesen sei, um die europäischen Volkswirtschaften zu stabilisieren. Ein Urteil wird Ende des Jahres erwartet. Dabei könnte es auch darauf ankommen, dass die Aufnahme von EU-Schulden die Ausnahme im Krisenfall bleibt. Käufer von Elektrofahrzeugen bekommen vom kommenden Jahr an weniger Unterstützung vom Staat. Wie das Handelsblatt berichtet, läuft die Förderung für sogenannte Plug-in-Hybridfahrzeuge zum Ende des Jahres aus. Dann sollen E-Fahrzeuge mit einem Neupreis unter 40.000 Euro statt mit 6.000 nur noch mit 4.500 Euro gefördert werden. Für Neuwagen über 40.000 Euro gibt es noch 3.000 Euro Zuschuss. Und die Prämien gelten nur noch für privat genutzte E-Fahrzeuge. Die Steuervergünstigung für elektrisch betriebene Dienstwagen bleibt allerdings bestehen.